dabei, aber die App, von der Thomas Kohlmeier vorhin sprach, ist leider noch nicht drauf. Wir beschäftigen uns trotzdem jeden Tag ganz konkret mit einem der Themenschwerpunkte der diesjährigen Berlin Legal Tech, dem Thema Legal Predictive Analytics. Richtig angewandt wird uns Legal Predictive Analytics helfen, Transparenz zu schaffen, wo wir bislang mit Vermutungen agieren. Sie wird gefühlte Wahrheiten in statistisch belegbare Gewissheit verwandeln. Und für unsere tägliche Arbeit bei Holiday Hero heißt das zunächst mal, dass wir eine Datengrundlage schaffen müssen. Man hört zwar in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder von brachliegenden Datenbergen, die man nutzen müsste. Wenn man aber genauer hinschaut, dann schrumpfen diese juristischen Datenberge schneller, als der Bitcoin an einem Tag seinen Wert halbiert. Wie genau steht es also in Deutschland um die Verfügbarkeit von Daten, die man für Legal Predictive Analytics zwingend benötigt? Noch genauer, wie steht es um die Verfügbarkeit von Urteilen, die aus meiner Sicht von ganz besonderer Bedeutung sind, weil sie das Recht in eine konkrete, in eine handhabbare Form gießen? Was stellen die Obergerichte für Anforderungen an die Veröffentlichung von Urteilen? Meine Prognose ist, Juristen und Daten, es wird so eine Liebesgeschichte mit Hindernissen werden. Um diese Hindernisse zu überwinden, müssen wir vor allem erstmal unser Mindset ändern. Eine Form von Legal Predictive Analytics ist unter Verwendung einer großen Datenmenge den Versuch zu unternehmen, statistische Zusammenhänge zu etablieren, um eine Prognose für die Zukunft daraus abzuleiten. Ist die angebliche HM auch nach Zahlen die herrschende Meinung? Wie stehen Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte und der BGH zu einer rechtlichen Frage? Den Anwendungsbereich, wir haben es vorhin bei Thomas Kohlmeier schon so etwas anklingen gehört, eine Software, die auf solche Daten zurückgreift, kann man sich relativ leicht vorstellen. Ein rechtssuchender Verbraucher könnte die Eckdaten eines Falles, sagen wir mal, er möchte seine Miete mindern, in ein relativ simples Tool eingeben, das über alle Entscheidungen im Mietrecht verfügt. Nach Angabe zum Beispiel der Art des Mietmangels und der Dauer könnte das Tool den Minderungsbetrag für ähnliche Fälle ausgeben und so eine Indikation für den konkreten Fall dieses rechtsschutzenden Verbrauchers. Eine einfache Mietminderungstabelle 2.0 also. Mein Beispiel zeigt auch, die Veröffentlichung von Urteilen, die Transparenz juristischer Daten bringt Rechtssuchende in eine ganz neue Position. Sie verändert den Zugang zum Recht. Um aber solche statistisch relevanten Zusammenhänge ermitteln zu können, benötigt man die entsprechenden Daten. Bleibt man jetzt bei meinem Beispiel, braucht man Urteile, und ich würde mal sagen, so im fünfstelligen Bereich. Um das einordnen zu können, ein paar Zahlen zur Praxis der Veröffentlichung von Urteilen. Die Angaben, die man so zur jährlichen Veröffentlichung von Urteilen findet, schwanken zwischen 0,5 und 5%. Ich habe mich dem dann anhand eines Beispiels mal selbst genähert. Von den Amtsgerichten wurden 2015 536.000 Zivilverfahren erledigt. Bei BEC und Juris zusammen findet man insgesamt 3.300 amtsgerichtliche Entscheidungen in Zivilsachen. Das sind 0,6%. Soweit zur etwas traurigen Praxis. Nun zur zweiten Frage, was sagen die Obergerichte zur Veröffentlichung von Urteilen? Und das ist erstaunlich eindeutig. Das Bundesverwaltungsgericht hat schon 1997 entschieden, ich lese das mal vor, dass allen Gerichten kraft Bundesverfassungsrechts die Aufgabe obliege, die Entscheidung ihrer Spruchkörper der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Möglichkeiten und Aussichten eines Individualrechtsschutzes müssten für den Bürger annähernd vorhersehbar sein. Das haben dann kürzlich auch das Bundesverfassungsgericht und der BGH weiter bekräftigt. Bislang sieht es mit der Vorhersehbarkeit des Rechtsschutzes für den Bürger allerdings immer noch nicht so besonders rosig aus. Der Inhalt gerichtlicher Entscheidungen ist wie das Verfahren grundsätzlich öffentlich, natürlich nur in anonymisierter Form. Rechtsstaatsprinzip und Demokratieprinzip erfordern die Publikation veröffentlichungswürdiger Entscheidungen. Und was veröffentlichungswürdig ist, das muss heute anders beurteilt werden als bislang. Am Maßstab nämlich des Zuwachses an Vorhersehbarkeit für den Bürger. Hier ist es Zeit für ein modernes, datengetriebenes Verständnis, ein digital-juristisches Mindset. Die Frage, ob ein Urteil veröffentlichungswürdig ist, darf sich nicht mehr allein nach qualitativen Kriterien richten, danach, ob es so ein ähnliches Urteil in einer Datenbank schon gibt. Wir brauchen auch das 1001. Urteil zur Mietminderung bei einem schimmligen Bad. Hier muss bei uns Juristen ein Umdenken stattfinden und auch der Gesetzgeber könnte sich mal mit dem Thema beschäftigen. Urteile einfach in eine Blackbox namens selbstlernender Algorithmus zu schmeißen, das wird so schnell nicht funktionieren. Wir müssen hier mit der Grundlagenarbeit anfangen und ein erster Schritt ist da zum Beispiel einzufordern, dass Urteile flächendeckend veröffentlicht werden, so wie es die Obergerichte entschieden haben. Wir müssen endlich anfangen, unser Mindset zu ändern.
hin zu einem digitaljuristischen. Dankeschön. Ich bin ja schon sehr groß, ne? Aber so groß. Ich nehme das einfach. Ich nehme es in die Hand, danke. Jetzt bin ich nochmal dran. Kurzer Inhalt. Ich wollte Ihnen zeigen, aus dem bisschen breiteren Rahmen von so einer Wirtschaftsprüfungssteuerberatungsgesellschaft mit einem Haufen Anwälte und anderen Beratern, inwieweit wir uns mit Legal Tech-Themen befassen. Wir haben einen Bereich, den wir jetzt mal mit Vertragsgeneratoren überschreiben. Da geht es um, der typische Fall wäre ein Arbeitsvertrag, ein Mietvertrag. Wir setzen drauf, dass wir Vertragsgeneratoren, das stimmt. Wir setzen darauf, dass wir den Prozess von Anfang bis zu Ende begleiten und zwar möglichst in einem integrierten System. Also nicht nur auf den Knopf zu drücken und das schönste Muster zu finden, sondern eben die Kommunikation mit dem Mandanten, die internen sozusagen Dokumente mit da in diesem System zu haben. Es ist ein bisschen der Anlauf, wie eben in der Wirtschaftsprüfung prüfe ich meine ganzen Abschlüsse. Die Dokumente sind im selben System. Ich habe eine entsprechende Verlinkung. Das hilft uns später, ich komme gleich nochmal drauf, bei der Bewirtschaftung von so entstandenen Verträgen, weil ich darauf zugreifen kann und weil ich die Daten tatsächlich nur einmal einpflege und nicht den fertigen Vertrag dem Mandanten schicke und der alles nochmal abtippt, um zum Beispiel sein Lohnprogramm beziehungsweise seine Mitarbeiterverwaltung aufzusetzen. Optisch ist es ein bisschen misslungen. Das sah schicker aus. Ein völlig anderer Anwendungsfall. Steuerrecht ist ja auch, wie alle wissen, Jura, Eingriffsverwaltung, Gesetzesvorbehalt, Artikel 12, Artikel 10, alles wunderbar. Was wir dort machen ist, wir probieren Lösungen anzubieten für unsere Mandanten auch in wiederkehrenden Fällen, die normalerweise zu kleine Werte haben, wo der normale Stundensatz nicht erzielbar ist. In den Fällen aber, wo es für den Mandanten doch um wichtige Themen geht. Und ein Beispiel habe ich mal rausgepickt, Lohnsteueranrufungsauskunft. Das ist sowas wie eine verbindliche Anfrage für Lohnsteuerfälle. Das spielt bei Unternehmen, die eine Vielzahl von gleichartigen Lohnsteuerthemen haben, eine riesige Rolle. Auch hier haben wir sozusagen ein Tool gebaut, den Prozess von Anfang bis zu Ende mit dem Mandanten zu begleiten und ihn sozusagen nachhalten zu können und über die Laufzeit ganz anderen Blick auf mögliche Lohnsteueranrufungssachverhalte zu haben. Der Predictive Teil sozusagen schließt sich dann irgendwann dort an. Und jetzt geht's ja ein bisschen bunt. Ein Thema, wo Florian, wo auch immer ist, gleich nochmal zu ICOs was sagt. Verkaufsprospekte im Weiteren ist vielleicht nichts, was jetzt heute alle hier auf dem Tisch haben, aber wenn ich über ICOs nachdenke und das, was die BaFin vor ein paar Tagen dazu veröffentlicht hat, wir werden sozusagen aus dieser prospektfreien Welt rausfliegen, also glaube ich relativ klar, muss man nur gucken, wie man sozusagen, in welches Prospektregime wir es subsumieren. Wir bauen aus der alten Welt Prospekte, Vermögensanlagengesetz, KGB, Wertpapier. Und da gibt es eine hohe Wiederholungsrate. Und das ist ein für uns sehr wichtiger Anwendungsfall für ein System, Software unterstütztes Erstellen, bei dem ich dann auch im späteren, ich gucke mir die Produkte der Konkurrenz an, quasi meine Arbeitsgrundlage verbessere und sozusagen aufbereite. Und ich fasse das mal zusammen. Legal Tech ist für uns ein Baustein, um effizienter zu werden. Aber das ist der, okay, den muss ich auch heben, Punkt, der ist nicht ganz so spannend. Spannender ist, ich schaffe, wenn ich mir dieses Prospekt-Tool angucke, ich schaffe eine höhere Qualität, weil das, was ich auf dem Markt sehe, auch in meine zukünftigen Sachen mit einbauen kann. Ich schaffe Standards, weil die Kollegen, die neu dazukommen, nicht irgendwie mein Hirn anzapfen müssen und ich in mühevoller Kleinarbeit alles weiter transportiere, sondern weil es im System eben drin ist. Und das, was sich oben aus den Arbeitsverträgen oder Mietvertragsmodellen oder Tools ergibt, ich generiere neue Geschäftsmodelle. Wenn ich 500 Lohnsteueranrufungsauskünfte Fälle gebaut habe mit dem System, dann habe ich, würde ich mal vorsichtig sagen, alle. Und wahrscheinlich bin ich dann der Einzige, der alle hat. Für uns ist das ein Zukunftsthema, was auf der einen Seite sozusagen das Wachstum irgendwie fördert. Auf der anderen Seite sind wir
in einem großen Haus in vielen Fällen Outsourcing, Dienstleister, wir übernehmen Personalabteilungen von anderen Unternehmen und deshalb ist Legal Tech in solchen Bereichen für uns ein wichtiger Baustein sozusagen in dem Portfolio, was wir für unsere Mandanten aufbauen und anbieten und insoweit weiterentwickeln. Das soll nur mal ein kurzer Blick sein. Also sozusagen, es ist weniger ein reines Legal-Thema für uns, sondern es ist eine, ich will den Blick weiten für alle und sagen, ich kann jede Steuerfrage kann ich sozusagen aus technischer Sicht digitalisieren. Der Anwendungsrahmen ist fast unbegrenzt und alles, was sozusagen heute hier schon gemacht wird, ist super. Und darüber hinaus gibt es noch viele, viele Anwendungsfälle und ich freue mich, wenn wir da in der Pause ins Gespräch kommen. Dankeschön. Hallo. Genau, mein Vater hat es mir schon vorweggenommen, aber ich bin die Tochter. Ich bin also quasi mit Legal Tech aufgewachsen. Und obwohl ich wahrscheinlich, wie viele von euch bis vor 2 Jahren, nicht wirklich verstanden habe, was mein Vater da macht und wovon er spricht, aber dann irgendwann habe ich es verstanden. Und ich war dann vor 1,5 Jahren, kam ich aus meinem Studium aus Amerika zurück und wollte eigentlich ein Unternehmen für Diabetes gründen. Dann saß ich aber mit meinem Vater im Auto und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, was er so macht und meinte, guck mal, stell dir mal vor, Free Contracts. Und dann dachte ich, ja, geil. So kostenlose Verträge, einfach so, das wäre doch was. Und jetzt bin ich hier und mache nicht Diabetes, sondern Legal Tech. Und bin aber kein Jurist. Ich glaube, das sieht man auch. Und meine Mitgründer auch nicht. Das heißt, am Anfang dachten wir, okay, das ist vielleicht ganz spannend, weil wenn wir Produkte für Unternehmen bauen, die nicht Juristen sind, aber mit ihren Verträgen umgehen müssen, dann sind wir ja quasi unsere eigene Zielgruppe bei Legal Lawyers. Und wenn wir selber kein Fachwissen haben und keine vorgefassten Vorstellungen, wie Zugang zu Recht aussehen sollte oder aussehen darf, dann können wir das machen, was wir denken und das machen, was wir wollen. Das heißt, vor einem Jahr haben wir quasi von null angefangen. Wir mussten also unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Werte rausgehen und suchen. Und dann haben wir gleich bei unserer Zielgruppe angefangen, bei den Unternehmen. Und da hat sich relativ schnell rausgestellt, wir haben mit ungefähr 100 Unternehmen gesprochen, wie viel Angst und Unsicherheit sich denn wirklich in diesem Bereich verbirgt. Besonders wenn es um Verträge geht, besonders wenn es um Rechtsänderungen geht. Und nicht nur, weil Rechtsrat teuer ist, sondern auch, weil Leute es einfach nicht verstehen. Sie verstehen die Sprache nicht, sie verstehen nicht, was in ihren eigenen Dokumenten drin steht, sie verstehen nicht, welche Daten sie in ihrem eigenen Unternehmen überhaupt haben. Also es gibt ein Wissens- und ein Zugangsproblem. Aber wir haben auch nicht nur über Probleme gesprochen, sondern auch über Wünsche. Und was sich die meisten gewünscht haben, noch vor Kosten, waren gute, sichere Inhalte, dass es schnell geht und verstehen. Also sie wollen wirklich, dass zu jedem Zeitpunkt wissen, vor oder nach der Unterschrift, was in ihren Verträgen, was in ihren Dokumenten drinsteht und wie sie damit umgehen müssen. Sie wollen also Zugang. Und nicht nur Zugang zu guten Anwälten, zu gutem Rechtsrat, sondern auch direkten Zugang zu Inhalten, zu ihren eigenen Inhalten und ihren eigenen Daten im Unternehmen. Wie können wir also direkten Zugang ermöglichen? Da haben wir uns gesagt, naja, wir brauchen ein Frontend für Recht. Und was ist denn ein Frontend für Recht? Ich versuch's mal mit einem kleinen Analog. Ich bin mit Windows und OS X aufgewachsen, aber angeblich sah alles früher so aus. Und das war dann nicht so einfach.
mit dem einfach so surfen, ne? War nicht so einfach. Und es war auch nicht sehr nutzerfreundlich und nicht sehr zugänglich. Und dann irgendwann kam Windows und jetzt machen wir es alle. Und so ähnlich stellen wir uns das gerade mit Unternehmen und ihren Verträgen vor. Gerade sieht es ungefähr so aus und hoffentlich irgendwann wird es so aussehen. Das ist unser erstes Produkt bei LegalOS, das ist der Vertragsmacher. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, geht gerne auf LegalOS und meldet sich für unseren Beta an. Danke. Warten noch kurz auf die Präsentation. Wunderbar. Ja. Machen wir so. Ich grüße Sie ganz herzlich. Philipp Zaber, mein Name. Mit quasi Z, aber gar kein Problem. Z gesprochen, mit C geschrieben. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft für die Digitalisierung der Rechtsdienstleistung. GDA hat also nichts mit der deutschen Geschichte zu tun in dem Kontext. Und das Wichtigste ist vielleicht in dem Zusammenhang, ich bin selber Rechtsanwalt und vorhin fiel das OLG Brandenburg, ich habe mein Referendariat da gemacht, inzwischen vor 8 Jahren. Also verstehe was von Recht und habe mich in diese Technologieszene eingearbeitet nach und nach und finde das unglaublich spannend. Wir sind kein klassisches Legal Tech Startup. Können Sie mir ganz kurz. Müsste eigentlich so rum? Perfekt. Ich danke Ihnen. Wir sind kein wir sind ein Technologiedienstleister für Rechtsanwälte. Wir sind kein klassisches Legal Startup. Wir sind das, was wir tun, haben wir schon vor einer ganzen Weile gemacht und zwar in Kanzleien mit insbesondere ganze Rechtsanwälten, Baumreiter und Kollegen im Immobiliendarlehenswiderruf und jetzt ganz jung im VW-Abgasskandal. Das heißt, wir unterstützen Kanzleien in Großschadensfällen und sind im Consumer-Bereich aktiv. Was machen wir? Legal Tech in der Gegenwart. Das heißt, wir lösen die Probleme oder versuchen die Probleme heute zu lösen und die Gesellschaft befasst sich mit der Entwicklung, Skalierung von Rechtsprodukten. Der Status quo ist, was man im Markt beobachtet, es gibt viele Anbieter für ein Problem, sei das im Fluggastrecht, sei das im Arbeitsrecht, Abfindung oder im Bußgeldrecht. Unser Ansatz ist, ein Anbieter für viele Themen zu sein und wir meinen auch die Technologie dafür zu haben, ein universelles Werkzeug. Ich muss also nicht erst das Problem haben und überlege mir dann, wie setze ich das um, baue das Werkzeug, sondern wir haben das Werkzeug und können es über sämtliche, nahezu jedes Problem überstülpen. Und das Ziel ist, wir wollen weg von dem aktenbasierten Arbeiten hin zum aktenübergreifenden Arbeiten. Gerade in Großschadensfällen ist das natürlich wichtig, dass ich am besten schon eine Online-Mandatierung habe. Das heißt, ich habe eine Datenlage, die ich versuche aufzubereiten im Rahmen der Mandatierungsphase. Das ist ein Webformular, was es am besten eben ermöglicht, schon die Mandatierung abzuschließen. Aber ich erfasse logischerweise nicht alle Daten, die ich brauche für meinen Fall, später vielleicht für ein Klageverfahren. Das heißt, ich brauche valide Datenpunkte, valide Informationen, die ich mir im Zuge meines Mandates einhole. Das heißt, ich muss Dokumenten auswerten und möchte diese Dokumenteninhalte dann in meine Maske, in meine Datenbank schreiben. Das mache ich durch Clickworking-Prozesse. Das ist unerlässlich, die valide Datenlage für die Berechnung meiner Schriftsätze, meiner Anspruchsschreiben, die ich in ganz vielen Variationen dann möglicherweise auf Knopfdruck auslösen kann. Das Ziel ist also eine digitale Fertigungsstraße mit der Möglichkeit, auf Knopfdruck 100 Dokumente zu erstellen, aber nicht Dokumente, die alle gleich sind, sondern bestenfalls eben 100 verschiedene Dokumente. Das heißt, ich berechne mir meine Textbausteine, die ich brauche, durch meine Datenlage und das machen wir mit unserer Software, modulare Textbausteingenerierung und Schriftsatzerstellung mit einem geringsten Aufwand. Ausblick. Was machen wir? Das neue Produkt, das nächste Produkt ist
der Kampf also mit den Rechtsschutzversicherern. Das heißt, sehr viele Rechtsanwälte, gerade im nicht im Unternehmensbereich, sondern im Consumer-Bereich, haben Probleme oder im Umgang mit den Rechtsschutzversicherungen. Vielmehr haben die Rechtsschutzversicherer häufig das Interesse, die Deckung zu verweigern, Deckung zu verzögern oder möglicherweise die Deckung abzulehnen, und zwar zu Unrecht. Und wir bieten hier die Möglichkeit, in vorkonfigurierten Produkten, beim Abgasskandal, bei dem Widerruf von Kfz-Finanzierung und beim Widerruf von Immobiliendarlehen und auch beim Widerspruch von Lebensversicherung, und zwar schnelle, zügige Deckungszusage und ein zügiger und vollständiger Ausgleich des Anwaltshonorars. So, das ist mein Zitat, mit dem ich Sie hier entlassen möchte aus meinem Vortrag. Und zwar, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, Henry Ford. Und deswegen glaube ich, hier sind so viele kluge Juristen mit tollen Fällen, mit tollen Ideen. Lassen Sie uns gemeinsam über den Tellerrand hinausgucken und neue Rechtsprodukte aus ihren Fällen machen. Und dafür steht die GDA mit Legal Intelligence und dieser Software für die Standardisierung vieler Fallgruppen. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank, Philipp Zaber. Sie haben eben gesagt, es sind so viele kluge Anwälte im Raum, Juristen und andere Menschen. Das ist jetzt Zeit für Sie. Wir haben noch 40 Minuten bis zur Kaffeepause und ich habe gedacht, der Biorhythmus ist überfordert, wenn wir das jetzt so durchziehen. Können Sie noch? Ja, oder wollen wir 2 Minuten mal ganz kurz Zeit nehmen, dass Sie sich miteinander unterhalten? Ganz kurz, 2 Minuten austauschen, was fanden Sie am spannendsten, dann machen wir weiter. 2 Minuten, nicht den Raum verlassen. Es ist keine Kaffeepause.